Gut, aber die nächste Fuhre für den Händler scheint erstmal gesichert. Und dann sind wir ja schon fast bei den 12 Gold. Nebenbei noch den Gottesdienst immer machen. Dann wird das schon. Verdammt. Hier unten vielleicht irgendwas Lukratives drin? Nein. Nur ein paar Samen. Gut, die sind jetzt natürlich dann doch irgendwo willkommen. Autsch. Sag ich einfach mal spontan. Autsch. Huch. Das war keine Absicht. Diese Golems sind schlimm. Ich sollte bei Gelegenheit vielleicht mal nach dem Rezept für Heiltränke suchen. Obwohl, jetzt lohnt sich das auch nicht mehr, ne? Sind wir ja bald fertig mit dem Dungeon. Ich mich von denen immer wieder treffen lasse. Das ist dämlich. Gut, dass ich meinen ganzen Wein habe, den ich als Heiltrank benutzen kann. Ich hoffe nur, der reicht halt auch noch für die zwei Ebenen, die hier noch ausstehen. Auch schlimm sind halt vor allem diese dämlichen Maskenviecher. Verdammt, da habe ich mich erwischen lassen. Bum, bum, bum. Und dann hin und zuschlagen. Ja, ich weiß, so gefährlich sind die auch nicht. Also die Golems sind mit Abstand die größte Herausforderung hier. Aber trotzdem, die sind nervig. Oh Gott. Das ist ein böser Raum hier. Das ist ein böser Raum mit dem Golem da drin. Das hat gesessen. Ah, das sind Samen. Die würde ich ganz gerne mitnehmen. Das sieht aus wie... Ja, vielleicht kann ich die Samen ja benutzen. Zwiebelsamen. Silberne. Naja, gut. Ich hatte auf goldene gehofft, aber mal hin.
Erledigt. Ebene 14. Nur ein bisschen ranhalten. Ich will den goldenen Apfel noch haben. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch, aber ich glaube es eigentlich nicht. Also Massen an Feinden hier. Das sind Zwiebelsamen, die ich nicht einsammeln kann. Also entweder Bronzen oder Golden. Ja, wunderbar. Wunderbar. Zeit vergeht sehr schnell hier unten, oder? Ich esse mal einen Muffin. Nehmen den Weizensamen mit. Und dann gucken wir weiter. Schon wieder einer von den Golems. Na komm. Zack, daneben. Ich befürchte. Ich habe mich zu sehr aufhalten lassen. Ja, das schaffe ich nicht. Ebene 15 müssen wir nochmal extra machen. Hier gibt es eine Goldader, aber die nehme ich jetzt auch nicht mit. Obwohl doch, das Goldzeug können wir mit nach oben nehmen, ne? Was wir mit haben, haben wir immerhin mit. So. Das ist noch nicht so ganz durchschaut, wie man die Golems am besten bekämpft. Das ist etwas, das sich meinem Verständnis noch immer entzieht. Das sind Rübensamen. Gut, Rübensamen brauche ich nicht. Nehmen wir stattdessen den Heiltrank mit. Dann gehen wir wahrscheinlich nach Norden, oder? Ah, aber der Inquisitor, der kommt ja morgen wieder. Ach ja, die Leichen. Scheiße. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Dir und die letzte Ebene ist erreicht. Aber wir müssen trotzdem erstmal Pause machen. Schließlich ein paar frische Leichname zu verarbeiten. Zwei Stück müssen schon wieder sein, ne? Ja, der eine ist auf 87%, den kann ich vergessen, den kann ich in die Tonne treten. Das war nichts. Autsch. Na gut, vielleicht können wir hier doch noch was retten. Warte mal. Ah, weil es ein dunkles Herz hat. Ja gut, das ist natürlich dann was anderes. Trotzdem nur 4 Punkte.
Nest. Mist, 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 Mist. Vielleicht können wir aus dem hier ja ein bisschen mehr machen. Rein entfernen. Dann ist das auch kaum noch zu irgendwas nutzen. Das sind auch nur 5 Punkte. Naja. Geht ja mehr ums Prinzip als um die tatsächlichen Punkte. Na, 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 la, 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 la. Ich würde sagen, machen wir mal hier und hier. Na, was machst du denn? So, überall verteile ich diese Bestattungsurkunden, die ich sowieso nie mehr verkaufen werde. Jetzt brauchen wir 2 Grabumrandungen und 2 Kreuze oder was auch immer. Dann können wir zumindest unseren Friedhof schon mal wieder so ein bisschen verschönern. Ist eigentlich ein Grund, dass du hier nicht irgendwas herstellst? Kannst doch theoretisch Silberbarren brennen, bis du blöde wirst hier, oder? Passt doch genau. Wunderbar, ich weiß gar nicht, was ihr immer habt. Marmorne Grabumrandung. Und Marmorne Grabumrandung 2. Die ist eigentlich Overkill hier, ne? Für die Gräber. Poliert das Stück Marmor. Ich mache es trotzdem. So. Einfach, weil ich das Beste vom Besten haben will. Was hat er denn jetzt davon schon gebaut? Moment, 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 Moment. Das Marmorzeug hat er noch gar nicht gebaut, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Gut, dann machen wir jetzt 2 Marmorkreuze, würde ich sagen. Ein normales und ein Marmorkreuz 2. Das heißt, ich mache nochmal 2 polierte Stücke Marmor. 3 polierte Stücke Marmor. Und damit kann man dann arbeiten. Und den legen wir mal weg. Und das Jägermedaillon, das können wir eigentlich auch weglegen. Und den Metallschrott können wir weglegen. Alles so Zeug, eigentlich brauchen wir das nicht. So, jetzt brauche ich davon eine. Das, was dieser ganze Scheiß letztendlich hergestellt wird hier, ne? Und kann mir dann vielleicht irgendjemand irgendwann mal sagen, was genau ich eigentlich mit dem ganzen Silberzeug mache?
Ich meine, aus dem Goldzeug mache ich Schmuck. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Aber das Silber? Brauche ich das für irgendwas? Wie war die Audienz? Furchtbar. Von diesen dunklen Organen wollte er nichts wissen. Er sagte, das beweist gar nichts. Was für ein Narren. Während wir hier rumsitzen, wird der Fluch nur noch stärker. Bald schon wird es zu spät sein, etwas dagegen zu unternehmen. Ich weiß, dass wir beide nicht immer einer Meinung sind. Aber ich möchte dich untertänigst um deine Hilfe bitten. Im Namen der Familie, die ich verlor. Bitte sag mir, ob dir irgendwas einfällt, das als Beweis von Hexenwerk verwendet werden kann. Oder von Untoten oder anderem Kultistenzeug. Ich könnte dir einen redenden Schädel bringen. Sein Name ist Gary. Ein redender Schädel. Interessant. Und er sieht aus wie ein ganz normaler Schädel? Er ist Alkoholiker, aber ansonsten ist er ganz normal. Aber was ist, wenn er nicht reden will? Das könnte sein. Er könnte so tun, als wäre er ein normaler Schädel. Er ist ziemlich launisch. Dann hilft das nicht. Ich weiß nicht, ob man die Toten zum Reden bringen kann. Ich verstehe. Aber... Muss ich jetzt ernsthaft bis zur nächsten Woche warten, um ihm das andere vorzuschlagen? Na. Was macht eigentlich schon wieder dieser Silberbarren in meinem Inventar? Das ist ja furchtbar. Da sind doch noch... Ich will noch Muffins haben. Ich will da noch... Scheiß auf die Weizensamen hier. Echt, das ist... Okay, die müssen wir dann noch erforschen. Aber erstmal ist gerade eine neue Leiche eingetroffen. Und die müssen wir jetzt erstmal verarbeiten, bevor die genauso verfault wie die anderen Leichen, die wir haben. Eigentlich gehört das ganze Zeug ja hier nicht rein, aber es ist mir inzwischen zu blöd geworden zu sortieren. Also mache ich es einfach nicht mehr. Dam, 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 da, dam. So, machen wir erstmal die Sachen hier. Jetzt müssen wir noch das Hirn entfernen. Und dann haben wir eine wunderschöne Leiche. Mit 6 Punkten. Aber bevor ich die verbuddle, muss ich mein ganzes Zeug hier noch erforschen. Nein, halt, Moment, hier muss ich hin. Wow. Also das bringt alles Punkte hier, das ist unglaublich. Unbelievable. Das bringt wahrscheinlich noch mehr. Ist das schön. Und dann gucke ich gleich noch mal unten, ob meine Zombies blaue Bücher erschaffen haben. Wow. Also die Anzahl an blauen Punkten, die wir hier inzwischen teilweise kriegen, die ist echt beeindruckend.